Eine wunderschöne guten Morgen und herzlich willkommen zu einem Vlog im Regen. Es regnet, ja. Ach, Leute, es ist ja nicht so schön im Regen. Aber es ist nicht mal ganz so dunkel hier überall. Ich hoffe, dass das mal aufhört, weil meine Wäsche ist nicht trocken geworden gestern und das ist nicht so schön. Ich habe schon einiges hinter mir, weil heute Morgen wieder Schock oder das, was eigentlich hätte erwartet werden müssen, Moment, eingetreten, nämlich die Hunde haben einen der Säcke runtergezogen. Wie man sieht, ich habe die schon weggemacht, lagen hier alles voll Papierschnipsel und ein bisschen Plastik. Das war ja der Putz, den mein Mann an die Wand gebracht hat und den habe ich jetzt nach unten in den Keller gestellt. Wenn der Gärtner kommt, werde ich ihm auch sagen, er soll den Zement runterholen. Das haben wir wohl nicht runterkriegen können. Ich hoffe, dass ich ihn heute noch sehe, weil das Ding ist mir zu schwer. Also es sind ja 50 Kilo. Also ich würde mal sagen, da sind mit Sicherheit, wenn die hier ein Loch reinbeißen, dann wird das alles nass, sowieso nass. Also es ist ein bisschen nass geworden durch den wahnsinnigen Regen, den wir hier hatten heute Nacht. Guckt mal. Und hier ist eine Blüte herausgekommen. Eine frische Blüte im neuen Jahr. Richtig süß und richtig schön. Da kommen auch überall schöne Blüten aus. Ja, wenn es ein bisschen warm wird, ne? Und ein bisschen schöner wird das Wetter so von Grund auf erwärmt, dann kommt auch Frühling auf hier. Genau. Also jetzt jedenfalls regnet es erstmal. Es ist nicht kalt, aber es ist schon. Also eine Jacke muss man auf jeden Fall anziehen, ne? So war es. Der Gärtner war heute Morgen nämlich da und der hat die Tür aufgelassen. Ich habe ihn nicht gehört. Der hat die Tür hier zum Garten auch aufgelassen. Das heißt, ich konnte da jetzt ganz schnell einmal den Putz runterbringen. Die habe ich dann wieder abgeschlossen, die Tür. Und da, Leute, habe ich zwei schöne Stehlampen. Na, genau die Lampen, die ich auch eigentlich haben wollte für meine Wohnung. Das sieht richtig schön aus. Richtig so zwei nostalgische Oma-Lampen. Ich liebe wieder so Oma-Sachen. Ne? Ja, aber entweder sind das seine oder die waren in den Villen. Deswegen, da werde ich weder fragen noch sonst irgendwas machen. Aber naja, ich drehe mal ein paar Shorts. Ein bisschen aufgehört und ja, inzwischen habe ich Kacke, wie gesagt, hatte ich eingesammelt, habe ich schon erzählt. Ne? Jetzt haben wir hier nochmal neu produziert. Leider, die habe ich nicht gesehen. Die morgendliche Geschichte, einer hat da hinten gemacht, aber hier habe ich jetzt leider nicht gesehen. Da haben sie sich nämlich auch zur Toilette zu entschlossen, das alles da immer hinzumachen. Ja, eben haben sich richtig doll gezockt. Geht weiter, wie immer nach dem Essen. Ne? Und da habe ich ein bisschen gewartet, das werde ich mal weitermachen. Und dann werde ich reingehen. Ich habe wieder Kopfschmerzen, bin wieder übel. Ich habe keinen Plan, warum. Aber guck mal, die sehen ja auch witzig aus, ne? Die Zitronen dann gemeinschaftlich, huch da, gemeinschaftlich verschimmelt. Alle drei. Das sieht ja auch gut aus, ja. Na, die müsste man mal alle absammeln, ne? Das macht ja keiner hier. Guck mal, der ist fast so groß wie ich, ne? Guck mal, wenn er sich hinstellt, ist er fast so groß wie ich. Mal schauen. Wahnsinn. Ja, ne, Bunjuk, sind die fast so groß wie ich, ne? Ja. So, Leute, ich sitze ja jetzt hier und habe gerade meine Vormittagsvideos eingestellt und da musste ich leider feststellen, dass mir das nicht gefällt, wenn die so lang ist. Die, nicht die rote Gardine, das finde ich okay, aber die weiße. Also ich werde sie wieder abnehmen, kürzen. Und bei diesen Gardinen, das gefällt mir auch nicht, wenn die so lang auf die Erde gehen. Also ich werde mir jetzt diese Gardine vornehmen, die weiße, und werde sie einmal genau bis zum Fenster schneiden. Das würde auch den Vorteil haben, bei der genauso, dass ich dann für die andere Seite, für meine Küchenseite auch noch Stoff haben werde. Und vielleicht sogar, ja, dafür sowieso, weil ich die einmal in der Mitte durchschneide. Also dann habe ich noch genug Stoff für die Küchendeko und kann mir noch ein paar Dinge mit einfallen lassen, die ich vielleicht da noch mitmache mit dem Stoff, aber ich, ja, klar, es ist schade, ne, wenn ich die jetzt einfach so ein Stück kürze, aber ich fände das schöner, wenn das nur bis da ist, also kurz gehalten ist, die Gardine. Und die natürlich bodenlang, einmal cutte ich die. Das Ding ist, ich habe aber da ein Bleiband drin und das muss ich dann natürlich wieder einziehen. Und ohne Nähmaschine ist das echt viel Arbeit, ne? Muss das alles mit der Hand nähen. Und dazu habe ich eigentlich überhaupt gar keine Lust, wie ihr euch vorstellen könnt. Ja, aber was muss, das muss. Ich werde dann dieses Bleiband
abmachen und dann wieder dran nähen an den Rand. Aber erstmal, da müssen wir auch sauber machen, natürlich ganz dringend. Jetzt werde ich erstmal frühstücken. Hier sieht es aus wie Hempels unterm Sofa, wirklich ganz furchtbar. Aber da wir mit den Gardinen noch nicht ganz fertig sind, habe ich das gestern Abend noch gelassen. Das stört ja die Backen hier jetzt. Genau. Ah ja, ich habe... Guck mal, wie das Ding verrutscht, ne? Das habe ich gestern Abend zurecht gebummelt hier. Den Teppich, also das ist total kacke, obwohl der eigentlich so eine Gummierung unten hat. Aber naja, da denken wir uns ja sowieso was aus. Ich habe nochmal meine Hundewäsche wieder reingemacht, weil das leider, muss gewaschen werden. So, bei den Hunden war ich auch draußen und hier liegt alles rum. Wie gesagt, Wäsche ist noch nicht trocken, deswegen habe ich sie überall verteilt. Das, was trocken ist, habe ich hier schon mal hingeschmissen. Aber es hat heute Nacht ein bisschen was gebracht. Hier ist zwar noch feucht, aber nicht mehr so wie gestern Abend. Also es geht langsam. Es ist nicht mehr ganz so kalt hier in der Wohnung. Deswegen hat es ein bisschen die Möglichkeit zu trocknen, die Wäsche. Ja, genau. Das werden wir heute machen. Runtergehen, das ist sowieso mega doof, weil es regnet. Deswegen, auch wenn es heller wird langsam, werde ich vielleicht heute oder wahrscheinlich nicht runtergehen. Und deswegen machen wir hier Klarschiff, damit es hier mal wieder schöner aussieht. Ja, ich glaube, ich fände das schöner, wenn das gecuttet ist hier einmal. Eigentlich ist es vielleicht auch schöner, wenn man die Gardine einmal durchschneidet in der Mitte. Damit man das auch zur Hälfte zuziehen kann und nicht immer ganz zuziehen muss. Dann hätte ich auch zwei Seitenschals am Fenster, an diesem großen. Ich glaube, das würde auch gut aussehen. Ich glaube, ich schneide die Gardine sowohl einmal in der Mitte durch, als auch unten einmal. Dann habe ich zwei Gardinenschals. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja, aber da nicht. Da würde ich, weil man hier an der Tür sowieso nervt, das immer mit der Gardine da. Da mache ich es nicht und hier auch nicht. Also hier würde ich auch nur eine Gardine erstmal lassen. Obwohl, da kann man auch... Nee, ich glaube, es ist besser. Ja, das Ding ist, ich mache halt immer die weißen Gardinen. Ich ziehe sie immer auf, damit hier Licht reinkommt, ne? Und man gut rausgucken kann. Dann sieht das schon schöner aus, wenn man zwei Gardinenschals an der Seite hätte, ne? Vielleicht schneide ich die auch durch. Mal schauen. Jetzt muss ich erstmal was essen. Übelkeit ist weg, ein Glück. Ich habe ordentlich übel, liebe Götter, weil ich bin schwanger. Ne? Ist unmöglich, Leute. Unmöglich. Und schon mit 56 wahrscheinlich sowieso. Also nein. Hat bestimmt trotzdem einen Grund. Gut, gibt es wieder Essigwasser jetzt, wie immer. Mein Öl, Kaffee. Und dann beginne ich damit, die Gardinen zu kürzen. Wenn die Wäsche durch ist, mache ich auch die ganzen weißen Gardinen in die Wäsche rein. Dann kann ich das schon mal durchwaschen und ich habe mich entschlossen, nicht die braunen Gardinen ins Schlafzimmer zu hängen. Mir gefallen die nicht. Ich hasse dieses Braun. Ich weiß auch nicht warum. Ich finde das ganz furchtbar. Da bleibe ich, glaube ich, in den Farben, die ich da jetzt habe. Passt dann auch besser zu den zu diesen Kissen. Die gehören da ja auch nicht hin. Kissen wollen wir ja auch noch kaufen. Deswegen, also Kissenbezüge, die dann dazu passen würden. Ja. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Und dann wird heute unbedingt gestoppt. Aber erstmal muss ich den Gardinenkram hier fertig bekommen. Und dann staubsaugen wir. Das stört ja niemanden. Also ich stört das jetzt nicht. So, ich bin gerade dabei. Stelle ich mal ins Stativ. Meine Gardine genäht zu haben. Also ich habe sie schon fertig. Also ich habe sie einmal geschnitten. Wie man sieht, das habe ich alles ohne euch gemacht, weil ich mal endlich auch mal Fernsehen gucken wollte, während ich das mache, weil sonst ist mir immer so langweilig dabei. Also Näharbeiten, die so stupide sind wie Gardinenkürzen oder so, wo du dich nicht konzentrieren musst, das mache ich gerne, wenn Fernsehen läuft. Und das habe ich jetzt gemacht. Ich habe sie umgenäht. Mit dem Bleiband auch wieder dran. Also so sieht das jetzt ungefähr aus. Ohne Nähmaschine, da brauche ich dann irgendwann nochmal eine Nähmaschine und dann werde ich das nochmal sauber abnähen. Jetzt jedenfalls reicht es erstmal. Und da habe ich dann jetzt das Band auch so ein bisschen enger gezogen, damit ich hier sozusagen jetzt
ja, damit ich das so ein bisschen gekräuselt habe, ne? Das fällt dann einfach auch besser, denn sie ist ja extrem lang. Jetzt muss ich nur noch mal gucken, wie lang ich denn diese Kräuselung eigentlich machen muss. Das wäre jetzt mal so Pi mal Daumen einmal gucken. Ich glaube, so ist gut. Jo, das haben wir schon ganz gut gemacht. Und dann werde ich hier in das Band, also für alle, die das noch nie gemacht haben, aber ich denke, die meisten wissen das ja, so ein Kräuselband an der Gardine hat immer zwei Fäden natürlich dran. Ne? Das ist, wenn man da mal guckt, dann sieht man die. Und die kannst du dann rausholen mit der Nadel und dann kann man das zusammenkräuseln. Und dann hat man nachher diese Kräuselung, ne? Die ja vorher nicht existent war. Und das werde ich jetzt einmal so provisorisch einmal knoten, damit es nicht aufgeht, aber man es auch jederzeit wieder aufmachen kann. Ne? Ich mache da jetzt einfach so einen Knoten rein und dann, damit das da nicht so rumhängt, verbummel ich das hier nochmal so ganz vorsichtig. Dann kann man das immer wieder aufmachen, wenn mal irgendwann eine neue Gardine am Start sein sollte. So, jetzt werde ich das einmal aufhängen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr dabei sein. Und dann werde ich mal diese alten Gardinen in die Wäsche tun, denn meine Hundewäsche ist draußen. Da guckt einmal Bonjour und Wäsche. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt von der Länge her passt oder ob ich da noch mal ran muss. Ich hoffe nicht, weil das ist immer eine fiese Arbeit. Ich mag das nicht so gerne, Gardine kürzen. Na toll, jetzt ist hier auch der eine abgegangen. Dankeschön, sehr nett von der Gardine, weil jetzt muss ich ihn erstmal wiederfinden und meine Augen sehen das immer nicht. Da, Na, bonjour, bringst du mir deinen Stock? Ja, hab ich den schönen Stock? Ja. Cella, Leo. Es ist ja heute Freitag, das ist der Vorruf sozusagen, das heißt, es ist schon richtig spät, es müsste dann also schon Mittag sein, 12 Uhr oder so, es ist dann schon, shit, wahrscheinlich schon nach 12. Naja, kann man nicht ändern, ne? Jetzt ist die Kräuselung hier leider wieder ein bisschen raus, warum dieses? Ein bisschen verteilen. Ja, weil hier ein Loch ist. Scheiße. Hier ist jetzt was kaputt gegangen. Oh Mann. Hier ist das Band gerissen. Das hat eben schon so klack gemacht. Ich habe das schon gemerkt. Seht ihr, hier ist irgendwo ein Band gerissen. Da muss ich noch mal ran. Shit. Mann. Hier ist das Kräuselband gerissen. Oh nein. Hier ist es noch drin. Hier auch. Hier ist es gerissen. Hier ist es gerissen und dann geht die Kräuselung raus. Scheiße. Ist das andere auch gerissen? Sag mal. Wenn nicht, kann ich doch das andere weiter kräuseln. Nee, das andere ist nicht gerissen. Oder? Doch, andere ist auch gerissen. Beide sind gerissen. Shit. Ja. Ich mache hier mal einen Knoten rein, damit das nicht weiter reißt. Naja, egal. Wäre jetzt schön gewesen, aber sollte nicht sein. Gut. Dann müssen wir das ohne Kräuselung. So viel habe ich dann leider ohne Kräuselung. Egal. Ich habe das eben schon gemerkt. Klack hat es gemacht und jetzt ist mir hier auch wieder das Bummelding raus. Schon wieder das Ding rausgefallen. Also man soll es ja auch schwer haben manchmal, ne? Ne, ich habe es noch gar nicht reingesteckt, ich Idiot. Da ist aber noch einer raus. Ich sehe das schon, da liegt noch einer. Egal. Was macht ihr beiden denn da, sag mal? Hm? Kämpft ihr wieder? Hier ist einer raus. Den werde ich mal reinmachen. Ich
der Länge her zu funktionieren. Mal gucken. Ja, das ist doch gut. Genau. Ja, guck mal. Jetzt habe ich die richtige Länge für die Gardine. Hier fehlen mir jetzt. Nee, aber das ist auch gut. Nee, das ist gerade. Ich dachte gerade, es sei ein bisschen. Weil ich da ja nicht gekräuselt habe, habe ich gedacht, es fällt länger. Ein bisschen tut es das wahrscheinlich auch. Ja, aber es sieht schön aus. So ist besser, ne? So wird es unten auch nicht dreckig. Und alles gut. Und jetzt werde ich das gleiche hier machen. Ich werde diese Gardine einmal schneiden in der Mitte, habe ich gedacht. Dann habe ich zwei Schals. Ich glaube, das sieht gut aus. Ja, aber die Gardine mache ich mal wieder auf jetzt. Das sind meine Hunde. Guck mal. Ihr seid so dreckig. Ihr wart im Matsch. Ihr wart im Matsch, ne? Na, ist der Gerd noch da? Ja, oh Gott, seid ihr süß. Maschallah. Soll ich noch mal ein Video von euch drehen, so süß wie ihr seid? Ja. Hm? Aber dann kann ich kein Fernsehen hören, wenn ich jetzt die Gardine schneide. Ich will aber. Süß. Maschallah. Na gut, ich mach da mal weiter. So, jetzt versuche ich euch mal hier hinzustellen, ohne dass ihr den Fernseher seht, weil sonst seht ihr gar nichts mehr. Ne? Also ich werde jetzt versuchen, die weiße Gardine von dem Fenster, die habe ich abgenommen. Inzwischen scheint die Sonne, ne? Ist wieder richtig warm draußen. Jetzt merkt man schon wieder die Kraft, die Sonne hier hat. Ich werde das jetzt einmal wieder in der Mitte durchschneiden. Dafür muss ich natürlich gucken, dass ich das alles einigermaßen gerade hinlege. Was bei den Gardinen, die so dünn sind, natürlich mega schwierig ist. Aber ich glaube, ich habe das einigermaßen hingekriegt. Denn die ist gut gerade von Grund auf und ganz gut, glaube ich. Ich muss mal von der anderen Seite, weil sonst sieht man mein Popo wieder so. Und dann werde ich sie einmal in der Mitte durchschneiden, damit ich dann zwei Gardinenschals sozusagen habe. Hier ist es aber schief, glaube ich, auf der Seite. Muss ich mal gucken, ob ich das nur falsch hinlege hier. Die Hunde sonnen sich gerade und ich würde auch gerne in der Sonne liegen jetzt, aber ich will die jetzt fertig haben, die Gardinen, damit ich hier endlich mal den Dreck wegmachen kann. Und dafür ist noch einiges zu tun. Ich muss auch noch duschen, heute ist Freitag, habe ich noch nicht gemacht. Wir müssen ja immer duschen vor dem Gebet. Und ja, also noch einiges zu tun heute. Ich glaube nicht, dass ich das alles schaffe, weil ich muss sie erstmal einmal seitlich nähen, wenn ich sie geschnitten habe. Und ich muss ja auch kürzen. Für das Kürzen habe ich mir hier irgendwo eine Markierung gesetzt, die ich jetzt gerade nicht sehe. Ich schneide einmal in der Mitte längs einmal durch, erstmal. Dann habe ich das hoffentlich schon mal ganz gut hinbekommen. Hier vorne zieht es sich irgendwie so zusammen, habe ich das Gefühl, aber das ist jetzt egal. Ich werde jetzt einmal schneiden. Okay, Bismillah. Ich bin leider auf der verkehrten Seite hier. Auf dieser Seite habe ich nicht so links. Naja, muss ich jetzt mit zurechtkommen hier. Die Dinger fallen hier alle ab. Ihr müsst leider dastehen, weil sonst sieht man den Fernseher.
Und ich gucke gerade eine Talkshow und will nicht den. Will das nicht wieder suchen, wo ich stehen geblieben bin. So, quer haben wir es einmal hier hinbekommen zu schneiden. Jetzt muss ich auch noch einmal hier durchschneiden, also beziehungsweise muss die Markierung suchen. Wo ist die? Der muss jetzt nochmal gefunden werden. Ich habe die Markierung hier irgendwo gesetzt. Hier, genau, hier ist sie. Theoretisch wäre das eigentlich ganz schlau, wenn ich das schneide, solange sie aufeinander liegen. Dann muss ich nur gucken, dass ich das auch gerade hinkriege hier. So. Ich hoffe, ich glaube, das müsste jetzt einigermaßen gerade liegen, und dann würde ich quasi auch einmal quer schneiden. Wo war der Ansatz jetzt hier? Der war hier. So, hier muss ich schneiden. Das heißt, ich werde mir einmal ein Hilfsmittel holen. Warum du bellen? Ist mir jetzt egal. Oder doch nicht? Diesmal bellt er auf der Seite. Das ist nicht so schlimm. So, hier ist der Strich. Das heißt, hier muss ich einmal schneiden. So. Was mache ich dann? Das ist natürlich jetzt blöd, ne? Weil ich hier nicht so wenig Angriffsfläche habe. Mal gucken, ob ich das. Ja. Okay. Könnte das auch. Hier komme ich auch nicht besser ran. Egal, ich mache das hier. Scheiße. Soll ich das Sofa einfahren? Will ich aber nicht.
jetzt muss ich noch das Bleiband einmal abschneiden. Das versuche ich auch mal in einem Stück zu machen. So, das ist das. Jetzt muss ich einmal versuchen, das Band, das Kräuselband von beiden Seiten zu verknoten, damit mir das nicht wieder rausrutscht. Wie eben geschehen. Es ist ja eben gerissen und nicht rausgerutscht, aber jetzt... Quasi, das holt man dann hier so, ne? Hier sind die beiden Bänder und die hole ich quasi einmal raus. Und dann kann ich das gleich ziehen, ne? Und dann kräuselt das. Ich werde das jetzt aber erstmal verknoten, damit es nicht rausrutscht. Das mache ich bei dem einen und bei dem anderen natürlich auch. Ich habe so eine schöne große Nadel, ne? Da kann man richtig gut mit nähen. Für alte Leute ideal, weil die nicht mehr so gut gucken können, ne, wie ich. So, auf der anderen Seite auch. Und wenn es nicht reißt, dann dürfte das alles gut gehen. Hier sehen sie so ein bisschen eingenäht, ne, sieht man. Damit es halt während der Verkaufsphase nicht auseinander, also rausrutscht hier auch. Auf der anderen Seite habe ich ja geschnitten. So. Gut, und dann dürften wir einmal mit dem, dann werde ich versuchen, jetzt erstmal die Seiten nähen. Ne? Also ich werde das jetzt einmal umnähen, damit es nicht so scheiße aussieht. Nähe ich das einmal oder zweimal um, mal gucken, so wahrscheinlich. Und dann von unten werde ich dann das Bleiband dran nähen, wie es bei der anderen Gardine auch gemacht hat. In der Zwischenzeit gucke ich mir die Talkshow an und dann ist es auch bestimmt Zeit zum Beten. Wetter ist wunderschön wieder im Moment. Ich habe auch die Klamotten, meine Pullover und so größtenteils hochgehängt. Die Handtücher, da hatte ich jetzt keine Lust, die trocknen auch hier. Mache ich nachher. Ja, aber es sieht schon noch nach Regen aus. So ist nicht. Hund, die liegen da und schlafen. Auf den Fliesen, denen ist das zu warm. Ne? Da jetzt hier schon in Alanya so eine Grundwärme draußen erwächst, ist denen das zu warm? Liegen die lieber auf den Fliesen als in ihrem Haus? Aber hier im Haus ist es weiterhin kalt, ne? Leider. Naja, gut. Fangen wir mal an mit dem Nähen, sonst kommen wir ja hier nie zu Potte.